Dietmar Holzapfel und verheiratet mit Sepp Sattler und wir zwei haben zusammen die Deutsche Eiche seit 1993. Die Deutsche Eiche ist ein Stück Tradition der schwulen Szene. Das ist ein schöner Ort, wo alle zusammenkommen und ein Integrationsort sozusagen. Weil nicht nur Schwule und Lesben hierher kommen, sondern das ist sehr gemischt. Also kommen hier, das ist unser Steuerberater, der hat seine Kanzlei hier nebenan und man sieht ja, auch Nachbarschaft ist hier. Als ich nach München gekommen war, da hat die Szene noch ganz anders ausgesehen. Den erkennt man natürlich sofort an seinem Bart. Ne? Das ist Freddie Mercury, der Anfang 90er Jahre oder auch am Ende der 80er hier gelebt hat. Damals ging es hier richtig ab in München. Hallo, servus. Das war der Eingang von der Old Mrs. Henderson, eigentlich das Lokal früher, ja, wo man zum Tanzen hingegangen ist. Das war, ist wirklich ein traditioneller Laden. Da hat vieles stattgefunden, von Travestie bis Disco. Und eben ganz bekannt, Freddie Mercurys 39. Geburtstag. Hey! Servus. Servus. Ein Sonnenschein. Der 39. war deswegen spektakulär, weil da dieser Film entstanden ist. Da muss ich ziemlich zugedröhnt haben. Ah ja, das war ja Tagesordnung. Ja, ja, und dann muss er recht früh schon in der Garderobe gelegen haben und das muss er dann da hinten. Genau, da ist noch die Garderobe, ja, ist auch noch alles beim Gleichen. Aber gut, der lag ja hier schon überall. Ne? Und am Dresen, auch am Dresen, in der Garderobe, am DJ-Pult. Also das war ja sein zweites Wohnzimmer, das war ja sein Zuhause hier. Aber heute ist es tatsächlich eher ein Heteroladen. Die Szene verändert sich immer. Das ist der Lauf der Zeit. Und heute ist es so, dass die jungen Leute so aufwachsen, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, so zu sein, wie man ist. Und man geht deswegen auch gemeinsam aus. Natürlich kann man sagen, dass wir in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Aber man sollte es vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen. Wollen wir so die totale Anpassung? Wollen wir nicht auch ein bisschen unsere Eigenheit bewahren? Ein bisschen anders sind wir ja doch. Also das, das